Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Pearl Edition, meine lieben Freunde. Heute setzen wir die Route 226 fort. Und weil viele es gefordert haben und es die Situation mal wieder ergeben hat, habe ich heute die Jessie wieder dabei. Hallöchen! Und ein kurzes Update zu meinem Team, weil sie ist nicht weiter als wir, die uns das anschauen. Weißt du noch, dass Chap einen ganz großen Traum hatte, Gärtner zu werden? Wann wollte Chap denn Gärtner werden? Schon immer, seit er geboren ist. Nun, vor kurzem, okay. Also er hat sein Leben lang Karotten angepflanzt. Jetzt ist er allerdings auf... Wieso Karotten? Das ist ein Eichhörnchen. Eichhörnchen essen Haselnüsse. Ja, Nüsse, allgemein Nüsse. Er nicht. Jedenfalls... Wo ist Chap? Wie gesagt... Wo ist Chap? Wie gesagt, also... Brauchst du, hast du ihn auf die Box gelegt? Wie gesagt, also... Er hat sich diese Radieschen geholt... Das hätte ihm jetzt nichts ausgemacht. Und hat sie eingepflanzt... Und jetzt Radieschen? Du hast doch eben noch Karotten gesagt. Ja, wie gesagt, dann hat er sich jedoch entschieden, Radieschen zu holen. Hat sie eingepflanzt und jetzt schaut sie sich leider von unten an. Was? Er ist tot. Was? Ja, von einer fetten Ratte umgebracht hat worden. Hat sie in die Grube gestoßen oder was? Oh, das sind ja schon Radieschen. Bäm, oder wie? So ungefähr. Es war Verrat wie bei Siegfried. Wow, damit ist deine Nummer 1 tot, ne? Ja. Ich wusste, warum ich... Ja. Aber ich bin überrascht, dass du es überhaupt durch die Top 4 geschafft hast, als ich das gesehen hab, ne? Ich dachte mir nur so, ja, nee, der kommt jetzt nicht mit allen Teammitgliedern durch. Schießt du bei Cynthia und ich? Seems legit. Tja. Aber du hattest ja auch teilweise Glück, muss ich sagen, bei Cynthia mit dem Gefroren. Bei Cynthia hatte ich Glück, ja. Davor bin ich einigermaßen gut durchgekommen. Der einzige Moment, bei dem ich eben tatsächlich Glück hatte, war... Yes! Endlich! Aber ich hab jetzt... Ja gut, Roselia hätte ich vielleicht, wenn ich es ins Team nehme, aber... Aber Edelweiß ist doch tot. Ich hab doch neues Roselia gefangen. Ach so, ja, stimmt. Aber ich hab mich da doch nicht endgültig entschieden. Willst du es nicht eigentlich da mal entwickeln? Ich hab's doch gar nicht in meinem Team so richtig. Ja, trotzdem. Also wenn, dann ja. In Energieball ist eine neue Pflanzenattacke dieser Generation, die man mal per TM erlernen kann und die nicht Gigasauger ist. Weil Gigasauger war mit 60 Stärke eben auf der eher schwachen Seite und gegen Energieball 80 Stärke. Okay, sorry. Passiert das jetzt öfters, wenn du das Vieh siehst? Ja. Du weißt, ich würde vor... Also, die Dinger sind allgemein nicht zu unterschätzen. Ich weiß jetzt nicht, ob du wirklich angreifen willst. Also, Tentoxa ist das neben Geobatz das beste Defensiv-Pokémon, was ich habe. Von daher wird das hoffentlich hindern. Wie gesagt, und der hat mich bei vollen KP mit einem... Oder fast volle KP, ich glaube, wir haben 10 oder so gefehlt, hat er mich mit einem Risikotackle per Volltreffer umgebracht. Oh... Das ist bitter. Ich weiß jetzt nicht, was ich da jetzt kurz dazu sagen soll, außer dass es mega bitter ist. Ja, es ist schon nicht so ideal, das ist absolut. Du hast jetzt kein Elektro-Pokémon so in der Hinsicht mehr. Obwohl, du hast doch das Gengar noch. Gengar kann ja auch Donnerblitz und Turbutz kann das auch. Was mir gerade auffällt, ich glaube, ich habe ein Pokémon von dieser Route aus gesehen umgebracht gerade. Ich habe das nicht jetzt gepeilt. Ich glaube, das erste Pokémon, dem ich begegnet war, war ein Radikal und ich habe aus Versehen... Seemops! Ah, Seemops! Ich liebe Seemops! Und ich bin aus Versehen in meinem Hass so ausgerastet, dass... Ah, Seemops! Nein, hab. Nein! Ich darf es nicht fragen, das weißt du genau so gut wie ich. Aber es ist Seemops! Ich liebe Seemops! Lass doch regeln. Ich darf nur das... Ich darf... Das erste Pokémon in jeder Route fangen. Es sei denn, es ist Seemops. Hallo? Es ist rund, es ist fett, es ist flauschig. Wie kann man sowas nicht süß finden? Und hast du sein Gesicht gesehen, diese Wärme in seinem Augen? Das heißt, hab mich lieb. Ja, das war schon süß. Ich liebe runde Dinger.
Heute wollte ich mit dir über den Pokémon-Anime reden, weil als ich das letzte Mal gemacht habe, habe ich gehört, dass meine Abonnenten sehr viel unter den Fingernägeln brennt, was sie dazu zu sagen haben. Ja, was brennt ihnen denn da unter den Fingernägeln? Ja, das ist allgemein ein Thema, worüber es sich zu sprechen lohnt, weil das Lustige war, als ich das erste Mal angesprochen habe, war die Diskussion ungefähr so. Ja, also, Hoenn war schon nicht so cool, dafür war aber Sinnoh total episch und einer war wieder scheiße. Und dann andere so, ey Mann, was laberst du für einen? Mein Einland war beste, Mann, ey, und Sinnoh war voll der Kack, Mann, was laberst du? Und so sah es ungefähr die ganze Zeit aus, deswegen... Ich muss sagen, ich bin nach Sinnoh, also nicht nach Sinnoh, ich bin, glaube ich, nach Hoenn ausgestiegen. Beziehungsweise Hoenn bin ich ausgestiegen, weil dann wird es mir langsam zu blöd. Das Einzige, was man sich noch antun kann, sind die Pokémon-Filme bis zum 9. Der 9. Pokémon-Film ist echt gut. Das ist der mit Manaphy, mit dem Pokémon-Ranger. Der ist echt gut. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, zieht den euch rein, weil ich persönlich finde ihn gut. Ja, und der 8., der ist auch gut. Ja, also ich habe ein bisschen, also ich habe auch tatsächlich während der hohen Region abgeschaltet. Allerdings habe ich ab und zu ihn mal noch gesehen, weil meine kleinen Schwestern eben auch Pokémon schauen. Hoenn jetzt mit Maike und Max. Kannst du dir auf dem Anime-Channel auf dem Nintendo 3DS angucken, habe ich letztens gemacht. Das ist mega lustig. ja. Übrigens auch episch, du siehst, wie viel ein Bidi-Zauber deinen Bodycheck abgezogen hat. Ein Bidi-Fass. Ich hätte ehrlich gesagt das gedacht, dass ich dachte, das wäre mehr. Ja, ich hab, aber wie gesagt. Aber gut, 10 Level Unterschied. Toputz hat nicht so niedrige Defensivwerte, wie manche denken. Es ist jetzt wirklich 70. Kein. Ja, eben, es ist jetzt wirklich kein Simsala, also. Oder sowas. Aber ja, ich habe mir das ab und zu, oder bin ich damit ab und zu nochmal in Berührung gekommen und ein bisschen was zu den Protagonisten wollte ich vielleicht sagen. Also was ich ja tatsächlich sehr erfrischend fand in der hohen Liga-Saga war, dass man Mike und Max dabei hatte. Saga. Ja, ich nenne es einfach mal so, weil ich kann ja die Staffel sagen, weil das Ding aus drei oder vier Staffeln immer Region. Besteht. Ja, okay. Region, ah nee, dann gab es aber noch die Kampfzone. Noch die Kampfzone, deswegen... Die Kampfzone, die quer durch Kanto ging, ja, aus irgendeinem Grund, warum auch immer Kanto. Genau, deswegen sage ich mal Hoenn Saga, weil das trifft es, glaube ich, am besten. Und wie gesagt, da fand ich die Protagonisten sehr erfrischend, weil wir hatten mal 4. Mhm. Und ich fand das Duo Maike, Max war sehr interessant, weil Maike vom Typ her ganz anders war als Ash. Sie hat eben beim Koordinatorin, hat an den Wettbewerben teilgenommen. Und das hat, finde ich, schon zu einer sehr angenehmen Abwechslung geführt, was die Serie angeht. Und dann Max, der sich immer cool gefühlt hat, aber... Naja, er wusste auch mehr als Maike, das muss man wirklich sagen, weil Maike hatte nie, am Anfang nie einen Plan. Die hat doch Pokémon gehasst wie sonst was. Die hat die Viecher abgrundtief gehasst. Und Max sagt immer so, hey, ich will auch Trainer werden, war aber noch nicht alt genug. Aber Maike hat Pokémon gehasst, weil das wurde in einem Wettbewerb wurde das offenbart. Und zwar hat sie da gegen ihren bösen Rivalen gekämpft. Harley hieß der, glaube ich. Also er ist nicht Drew, sondern der andere, der sich immer als Noctuska verkleidet. Moment, gleich. Konnichiwa. Nein, Konnichiwa. Ja. Buongiorno, Trainer. Ich bin the Master of Disaster. Ja, du kannst jede Sprache nur zu einem Viertel. Congrats. Nein, ein Wort. In der hiesigen Sprache würde man mich wohl Handwerker nennen. So in etwa. Nespa? Comprendre? Schnupper, Schnupper. Ich rieche es. Irgendwas an dir. Ja, das nennt man Seife. Zweifelsohne. Du liebst die Pokémon genauso wie ich. Nein, das ist wirklich nur Seife. Okay, das kann ich jetzt nicht... Das ist Maravilloso. Das wäre jetzt das erste Wort gewesen, was ich nicht hätte übersetzen können. Egal. Also lass uns Folgendes machen. Ich erweitere deinen Pokédex, damit du die Beschreibungen der Pokémon auch in anderen Sprachen lesen kannst. Je suis désolé. Leider gilt das nicht für alle Pokémon. Gilt nur für Pokémon aus Ländern, die ich, The Master, besucht habe. Jetzt wisst ihr, warum Jess hier wieder dabei ist. Das wusste er in Wirklichkeit nicht, ich genauso nicht. Und dann kann ich deinen Pokédex mal sehen. Ah, dieses Ding hier ziehen. An dem da rütteln. Und fertig, das klingt krank. Man kann auch einfach ein Update draufladen, indem du den USB-Slot nutzt. Anstatt am Pokédex von dem Trainer rumzurütteln. Kopfkino.
Du kannst dich jetzt über The Masters Lieblings-Pokémon in anderen Sprachen informieren. Isn't it marvelous? Das kann ich jetzt marvelous. Nicht. Marvelous. Ich kann, also Englisch. Ja. Ich muss ehrlich sagen, Englisch könnte ich von denen an. Ich oh kann, Gott! Aber ja, Ist das jetzt der nationale Pokémon, der internationale? Ja, dann nehmen wir einfach mal einen Ibi-Tag. Und dann. Wie kann ich da jetzt die Sprache wechseln? Ich hab mich damit nie auseinandergesetzt. Pokédex wechseln? Pokémon suchen? Vielleicht? Pokédex ansehen? Pokédex ansehen? Nö. Du musst es doch gefangen haben, bestimmt. Ja, ja, ich hab ja, Ibitak gefangen. Damit kannst du die Rufe verändern, das ist mega lustig. Ja, ich weiß. Das zeige ich vielleicht irgendwann mal, aber... Ich hab da immer die größten Grattler draus gemacht. Also... Pokédex ansehen vielleicht? Ja, nee, da komme ich hier drauf. Ach so. Also, wenn ihr wisst, wie das geht, dann... Damit habe ich mich nie auseinandergesetzt. Teilt mir bitte mit, weil ich bin ja gerade ein bisschen überfragt. Da zeige ich euch das mal. Weißt du, was bitter ist? Ich kann Französisch besser aussprechen. Ach, du darfst doch nur die Liste von den Lieblings-Pokémon. Du kannst doch nicht jedes machen. Hier, mit denen kannst du das machen. Rettern, Pikachu, Enton, Ponita, Sterndu, Carpador. Wohin genau? Scaraborn, Sneebel, Teddy Ursa, Hundester, Wingull, Bummels und Roselia. Ernsthaft? Bei Roselia kannst du es doch nachgucken. Ernsthaft? Der hat doch gesagt, ich kann nur den Masters-Pokémon. Wie lame. Also es müsste hier irgendwo relativ am Anfang sein, so viel weiß ich. Ja, hier. Da siehst du Deutsch, Italienisch, Spanisch. Schade, dass Französisch nicht dabei ist, dann könnte ich Las das. Flores que tiene desprenden un aroma relajante. Quanto más intenso, mejor es el estado de salud de Roselia. Und jetzt noch mal wie diesen spanischen Hörspielkassetten. Was? Das muss ich jetzt wirklich machen. Man kann auch anders ein Part in die Länge ziehen. Also, jetzt kommt's original, wie man das auf diesen schönen Hörkassetten hat. Las Flores que tiene desprenden. Ich kann das nicht mit absoluter Überzeugung. Un aroma relajante, quanto más intenso, mejor es el estado de salud de Roselia. Ah ja, Spanisch ist einfach nur schön. Aber gut, du kannst ruhig weiter erzählen. Wo war ich denn? Shingim? Ah, genau. Harley, Michael mochte keine Pokémon, genau. Und zwar kam das in einem Wettbewerb raus, dass sie irgendwie im sie war im Meer, hat ein bisschen geplanscht, damals noch als kleines Kind, im Schwimmring. Und sie sah irgendwie vom Outfit aus ein bisschen wie ein Tentacher. Und dann wurde sie irgendwie von anderen Tentachers angegriffen. Und das hat so in ihr gewirkt, dass sie dann angefangen hat, Pokémon zu hassen, deswegen. Und das hat er halt versucht, um den einen Wettbewerb von ihr zu manipulieren, damit Jessie gewinnt, von Team Rocket. Und sie dann so, oh mein Gott, nein, diese schrecklichen Erinnerungen. Weil das wurde auch gefilmt und es wurde dann irgendwie auf der Wall gezeigt und es war ihr dann total peinlich, aber sie hat dann nicht mehr drauf gehört und hat trotzdem gewonnen. Ja, wie gesagt, also es war ein sehr interessanter Charakter und im Prinzip danach gingen so ein bisschen die Probleme los, weil man nämlich sagte, hey, das war ein ziemlich cooles Duo, was man so hatte. Also kopieren wir Maike einfach mit Lucia. Und aber es gab keinen Max mehr. Ja, das war das eine Problem. Zum einen hat diese Interaktion gefehlt und zum anderen, ich meine, es hat Sinn gemacht, dass Maike nur in Hoenn dabei war. Sie war auch in Kanto dabei. Ja, und ist dann nach Johto gegangen. Ja, ja, also es hat schon insofern Sinn gemacht, obwohl es nur keine Wettbewerbe gibt, aber egal. Doch, gab es dann. Ja, da schon. Aber... Stimmt, die Folgen habe ich sogar gesehen. Aber was ich halt, wie gesagt, letztendlich wurde sie einfach durch Lucia ersetzt. Da war dann nochmal eine, die ebenfalls Koordinatorin irgendwie war. Wenn er dieses Duo hat, aber jeder dachte sich nur, ja, irgendwie ist das Maike, die einfach anders aussieht. Natürlich nicht hundertprozentig, aber von der Grundfigur die Idee. Wobei ich da wenig, also ich meine, ich finde so, man hätte Lucy ein bisschen eine andere Rolle geben können, aber ich fand's okay, weil ich meine, sie ist wenigstens eine Trainerin, die auf dem Cover der Edition war. Maike danach, auch. Danach, ja,
Danach wurde es ein bisschen random. Aber kommen wir erstmal zu Barry in Sinnoh. Den fand ich richtig lustig. Und das Lustige war, dass er, also während man Gary bzw. Blau einigermaßen dargestellt hat, wie er in den Spielen war, war Barry überhaupt nicht mit unserem Günther zu vergleichen. Das kann ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht bestätigen, ich hab's nicht gesehen. Achso. Also, um es kurz zusammenzufassen, er war eine Art Hommage auf die CP-Spieler. Er hat sich die Pokémon geholt, hat geschaut, welches die besten Werte hat und hat die anderen rausgeworfen. Also ja. So wie es jeder Pokémon-Spieler macht. Ja, richtig, richtig. Er war eine Hommage auf die ganzen CP-Spieler. Geschaut, okay, wer hat die besten Werte? Die anderen hat er freigelassen. Wollte er nicht. Und dann kam natürlich Ash und hat gesagt, ach was, du musst dich doch mit ihnen anfreunden und ja, ihr müsst mit allen zusammenarbeiten und so. Und natürlich hat er dann am Ende gegen Barry gewonnen. Wo jeder CP-Spieler wahrscheinlich den Laptop genommen, aus dem Fenster geschmissen hat und gesagt hat, Mann, der Typ macht's endlich richtig! Warum gewinnt dieser Loser jetzt? Aber ich werde die Nummer 1 bei dem Wettbewerb in Sinnoh. Gewinnen werde ich mit einem Pokémon, das man nur hier finden kann. Okay. Also du bist auf einer neuen Route. Jetzt auf Route. Ja, du musst ein Pokémon ich auch fangen. Gedacht. Route 228, genau. Gab es da oben eigentlich noch was in der Route? Ja, da gehe ich Richtung Karlberg. Aber, ach so, das überspringst du jetzt. Aber da werde ich erst später zurückkehren. Aber, ja, aus verständlichen Gründen. Ja, aber genau. Also das war eigentlich ziemlich cool. Auch, ich meine, ich fand es damals in Hoenn ein bisschen schade, dass er keinen so richtigen Rivalen hatte. Weil Gary war ja nach Johto irgendwie weg. Der ist ja nur noch irgendwie auf seiner Selbstfindungsphase gewesen seitdem. Ja, ich meine... Das war sein Untergang dann. Ja, dann war er weg. Oh, setz ich da ein. Wo ist eigentlich Gengar? Tot. Wie alle anderen tot. Oh. Immerhin hast du noch Mokiman. Ja. Genau, also das war einigermaßen interessant. Du hast Batwoman übrigens falsch geschrieben, du hast die Mehrzahl von Woman genommen. Es ist Women, was ja, du geschrieben ja, hast. Ja, ich weiß. Hast du sie jetzt als Fledermausfrauen bezeichnet? Ja. Okay, X-Bot scheinbar bist du mehrfach. Ja, auf Batwoman war ein Patent drauf. Deswegen musste ich die Mehrzahl nehmen. Ach ja, und was? Und wer? Batman, Batwoman, DC Comics, du weißt. Ja. aber genau, also von daher, den fand ich eigentlich ganz interessant. Wo es dann wirklich, und ich weiß, viele sagen, dass Einerl eigentlich gut war. Aber ich finde, allein von der Charakterentscheidung war es schrecklich. Ich meine, zum einen, wie gesagt, wir hatten keine Trainer mehr, die auf dem Editionscover waren, sondern irgendwelche random Trainer. Ich meine, Benny? Der ist Arena-Leiter der ersten Arena gewesen. Er ist ein Arena-Leiter der ersten Arena. Einer von drei Arena-Leitern der ersten Arena. Soll ich dir was sagen? Benny kannst du 1:1 mit Rocco gleichsetzen. Leider waren die ersten Arena-Leiter. Und Lilia war es, glaube ich, noch. Kannst du 1:1 mit Misty gleichsetzen, weil sie hatte auch irgendwie so Bammel vor Eis-Pokémon, weil sie ja ein Drachentrainer war. Misty war Wassertrainer. Die hatte Angst vor Käfer-Pokémon. Auch wenn ich das mit den Käfer-Pokémon nicht ganz verstehe. Das ist tatsächlich was anderes, weil Ilia... Nee, Lilia? Ilia ist die aus Twilight Princess. Lilia hatte eben Bammel, weil sie Drachentrainerin war. Das ist ja logisch gewesen. Aber bei Misty lag es einfach da, dass sie Angst vor Käfern hatte. Das hatte nichts mit ihrer... Frau. Das hatte nichts damit zu tun, dass sie Pokémon... Aber es kannst du halt 1:1 dann... War. Ja, also Lilia war okay. Sie war, ist auch der Champ der Region, das war mal was Interessantes. Aber Benny... war der billigste Abklatsch von Rocco, den ich jemals gesehen habe. Ich habe einen nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie er drauf ist. Also, auch den Frauen nachgestanden. Das nicht, aber er wurde so als Gentleman stilisiert, der unglaublich gut kochen kann. Und jetzt fassen wir mal zusammen. Erster Arena-Leiter. Naja, aber er wurde doch in Einerl wurde er auch... die hatten ein Café, also dass er dann kochen kann... Und der war auch immer wie so ein Serviermann im Spiel angezogen. Ich hab kein Problem damit, dass er gut kochen kann, aber ein Problem damit, dass er mit Ash mitging und dann plötzlich so der neue Star-Koch war, genauso wie Rocco, weil
Ich meine, Rocco wurde schon mal durch Tracy ersetzt, aber der stand da nicht da und hat da, und das war einfach eine andere Figur und hat keinen auf, ich koche euch jetzt die leckersten Sachen gemacht. Ich meine, Rocco ist vom Charakter her ähnlich wie Sanji aus... Wow, das war so un... aus One Piece. Ja, das habe ich auch fast nicht gesehen. Ich habe mich gerade so erschrocken, dass ich das einfach übergehe. auf jeden Fall, Rocco ist vom Charakter ähnlich wie Sanji aus One Piece. Steigt Frauen hinterher und ist ein guter Koch. Jetzt stelle man sich vor, es läuft in etwa gleich lang. Pokémon ein bisschen länger. Stelle man sich vor, man würde Sanji einfach durch jemanden ersetzen, der genau die gleichen Eigenschaften hat. Der, das wird nicht funzen. Der Shitstorm würde Oda bis nach Peru schleudern. Und zwar an westlicher Seite. Also, von daher, wieso man ihn so... Also, ich meine, hätte man wenigstens Benny andere Eigenschaften gegeben, okay. Aber wie gesagt, das war so eine Kopie von Rocco, dass es echt nicht lustig war. Und jetzt sind wir in Kalos und wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie die Story ist, aber Citro und seine Schwester, ernsthaft? Das wäre wieder so ein bisschen wie bei Maike und Max, bloß das Citro Sachen Citro. Bauen kann. Er kann wenigstens Sachen bauen. Ja, ich meine... Seine Schwester disst ihn außerdem. Das ist voll cool. Ja, das war übrigens epic Foreshadowing, weil, ja, wenn ihr euch noch an mein Pokémon XLP erinnert, da... Seine Schwester ihn auch immer nur gedisst und gedemütigt. Aber nee, trotzdem, das ist wieder so eine absolute random Entscheidung. Ich meine, man hätte Serena nehmen können. Serena ist dabei. Man hat sie genommen, ja. Man hätte noch Kalem dazu nehmen können. Es gibt aber auch Sanna, Tierno und Trovato. Die gibt es auch im Anime. Okay, vielleicht wäre Trovato noch schlimmer gewesen. Was hast du gegen Trovato? Der hat wenigstens Ahnung. Tierno meine ich. Vielleicht wäre Tierno... noch schlimmer gewesen. Er hat die ganze Zeit gesagt, du musst dein Pokémon das Tanzen beibringen, Ash. Das wäre absolut schrecklich gewesen. Oh, oh, das muss oh, ich jetzt sagen. Oh. Ja, ich muss gleich wechseln. Ja, du solltest mal heilen vor allem, würde ich dir mal empfehlen. Ja, das muss ich auch gleich machen. Nicht, dass du das wieder vergisst, aus Gründen. Weil der Sandsturm ist hier tatsächlich ziemlich böse. Aber ja, und ich finde... Ein großes Problem, was der Anime macht, ist, er macht nicht wirklich klar, will er jetzt eine episodenhafte Erzählung sein, die in jeder Generation einzeln reinzuppen. Das wird jetzt nicht wirklich viel abziehen, weil, ja, es macht nur 25% Schaden. Der Anime macht nicht wirklich klar, will er eine episodenhafte Erzählung sein, also so wie der Manga, jede Region einzeln erläutern. Oder will er eine zusammenhängende Geschichte sein? Von Kanto bis Johto war es noch eine einigermaßen zusammenhängende Geschichte. Sie haben Rocco wieder getroffen, Misty war dabei, da gab es dann einen Showdown mit Gary, der ebenfalls weitergereist ist und so weiter. Aber dann als dieses, ich gebe all meine Pokémon ab und hau einfach mal ab. Ich meine ernsthaft, Ash tut immer so, ich liebe meine Pokémon so sehr. Und dann am Ende jeder Region, verpiss dich, brauch dich nicht mehr. Das macht er auch mittendrin. Ich glaube jetzt in Kalos hatte er ein Fluffy, Viscogon? Ja, dieses Drachen, dieses schleimige Drachenvieh. Und ich glaube wirklich mal gelesen zu haben, dass das Ding nie verloren hat. Es hat immer gewonnen, es hat ihm immer den Hintern gerettet und es war mal ein brauchbares Pokémon, was er wirklich hatte im Team. Und er hat es abgegeben. Ja, wobei... aus Gründen. Ja, ich meine, das ist halt der Ash, wie er lebt. Und nicht, aber in der Regel liegt es ja daran, dass er sie abgibt, weil er die Pokémon liebt, weil sie irgendeine Aufgabe hinterherjagen. Zum Beispiel das Rasaf, was bei den beiden Typen trainieren wollte, oder Glurak, was bei den anderen Glurak trainieren wollte. Glurak ist wieder zurückgekehrt. Ja, ja. Aber diese Vorstellung, da hat er seine Pokémon, die er angeblich so sehr liebt. Und dann sagt er, ja, geh zu Professor Eich. Ich möchte neue. Ja, lass mich so, in Ruhe. Ich sag dann, gut. Ja, ja. Und dann chillen die da einfach. Ash kümmert sich überhaupt nicht mehr um sie. Und irgendwann kommt er dann zurück, gibt die nächste Ladung ab und sagt, komm Pikachu, gehen wir weiter. Und demonstriert damit, dass er Pikachu mehr als alle anderen Pokémon mag, was einfach nur assi ist.
Also so viel zu Ash liebt seine Pokémon so sehr. Naja, aber man muss ihm eins zugute halten. Seit einer holt er sich wirklich Viecher, die man gebrauchen kann. Er hat Froxy jetzt in der sechsten, um sie dann wieder abzulegen. Oder er hatte, in einer hatte er K-Rool. Name fällt mir gerade nicht ein. Rabigator. Ich glaube, er hatte, bei Uhafnir bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, er hat auch die Vorentwicklung von dem. Also seit einer holt er sich etwas, was man gebrauchen kann, das tatsächlich. Das habe ich auch gehört. Staffette? Warum? Hey, cool! Ich habe gerade im richtigen Moment Gifty beingesetzt, als ein Scharnera kommt. Oh mein Gott, it's pink. Ja, aber genau, also die Serie macht nicht ganz klar, dadurch, dass Ash eben seine Pokémon immer wieder ablegt und immer wieder, und seit einer Leben tatsächlich auch immer wieder zwei neue Begleiter mit ihm mitkommen. Ja, du kannst übrigens ein Buch lesen, bis diese Erfahrungsleiste ganz unten ist. Ja, ich habe gerade einen Stephen King-Roman in der Zeit gelesen. Ich bin Gott dankbar, dass sie das in Generation 5 abgeändert haben. Wirklich. Das war hier schlimm. Aber, ja genau. Und eben auch immer wieder neue Begleiter bekommt. Wie gesagt, immer wieder neue Pokémon. Mittlerweile auch immer neue Rivalen. Mhm. Aber sie, naja, aber, immer wieder aber, neue Rivalen gibt ja Sinn. Ja, aber sie trotzdem irgendwie eine zusammenhängende Geschichte nach wie vor erzählen möchten. Und da muss ich langsam sagen, sie müssen sich entscheiden. Entweder sie machen, wie gesagt, wie im Manga wirklich in jeder Voll oder ja, jede Region praktisch einen ganz neuen Protagonisten mit einem ganz neuen Team, damit es auch Sinn macht. Oder sie machen es einfach übergreifend, aber dann müssen die Leute auch mal länger bei ihm bleiben oder müssen tatsächlich auch diese ganzen Pokémon nicht immer nach einer Region in den Mülleimer geworfen werden, die wieder benutzt werden. Na, das tun sie tatsächlich nicht. Ab und zu holt er nochmal welche von Professor Eich. Ja, also, wie mir der Anime vorkommt, ist vielmehr, es ist schon eine zusammenhängende Geschichte, wenn man das große Ganze betrachtet. Und man muss von jeder Staffel vielleicht 5 Folgen rausnehmen und dann hast du deine große ganze Geschichte. Pokémon ist halt etwas, was auf Fillern aufbaut. Noch mehr als Naruto und Dragon Ball zusammen. Es ist halt wirklich Filler. Orden? Filler. Orden! Ja, wie gesagt, das stört mich jetzt doch nicht mal so sehr. Aber wie gesagt, einfach dadurch, dass er seine Pokémon immer wieder weggibt, wirkt es immer wieder so, als würde man zum einen eine neue Serie starten wollen, aber zum anderen irgendwie am alten Format festhalten. Und ich finde, das funktioniert nicht so ganz, weil, wie gesagt, wenn man eine zusammenhängende Geschichte macht, dann muss man halt auch mal sagen, der Typ macht das hier seit 20 Jahren. Die Serie läuft seit 20 Jahren. Er war mittlerweile in 6 Regionen. Und nach der ersten Region wurde schon gesagt, dass ein Jahr vergangen ist. Er kann nicht mehr 10 sein. Es ist physikalisch nicht möglich. Aber Ash liegt doch im Koma, Mann. Deswegen, also, ja, wenn man, wie gesagt, eine zusammenhängende Geschichte, ich meine, wenn man jedes Mal einen neuen Protagonisten hat, dann kann man ja jedes Mal mit einem 10-Jährigen anfangen. Juckt dann auch niemanden. Aber wenn man das eben tatsächlich nicht vorhat, dann, ist die Stelle so sinnlos, wow, wie ich sie gerade sehe? Ach, hier wird bestimmt in Platin liegt hier irgendwas. Dafür hatten sie in Diamond und Pearl keine Zeit mehr. Ja gut, also tatsächlich muss man dazu sagen, dass diese Wüste in Platin etwas anders aussah. Ja, ist jetzt, finde ich, die schwächste von den Wüsten, außer die Illumina-Steppe. Wenn man die Illumina-Steppe als Wüste nimmt... Eine Steppe ist eine Steppe und keine Wüste. Ja, also, wenn man sie als Wüste zieht, dann ist sie natürlich schlechter, weil es gibt nichts im Pokémon, was so schlecht ist wie die Illumina-Steppe, wie wir wissen. Hm. Aber ansonsten, ich finde die in Einal und auch in Hoenn durchaus besser, aber es ist schön, also dass man überhaupt hier dran gedacht hat, von daher... Die Wüstenruine war ganz cool in Einal. Ja, wie gesagt, also... Aber ich mochte die... Also zumindest im originalen Schwarz und Weiß war tatsächlich die Wüste das beste Gebiet, fand ich. So, gut, dann schließen wir den Part ab, dass wir hier mit dem großen Weißen reden. Mein Streben nach Erfolg hat dich hierher gebracht. Nun dann,
Deine Leidenschaft sollte belohnt werden mit unglaublichen Attacken. Oh. Dies sind die ultimativen Attacken. Soll ich sie deinem Pokémon beibringen? Yo, Mann! Mein Pokémon soll ich eine Attacke beibringen? Oh, Saphira könnte eine Mega-Attacke gebrauchen. Du bist es nicht würdig. Lies doch mal das Poster. Hm. Was? Folgende Pokémon. Ja, wow! Du willst Meloekanonade, Fauna-Statue und ich weiß gar nicht mehr, wie das... Aquahaubitze beibringen. Was im Prinzip Hyperstrahl mit Elementen ist. Hyperstrahl für Starter. Nein, danke. Das sind für mich keine ultimativen Attacken, weil ich danach eine Runde lang komplett schutzlos allem ausgeliefert bin. Das solltest du besser wissen als Trainer. Benutzt diese Attacke nicht. So, dann beende ich den Part an dieser Stelle. Danke für eure Aufmerksamkeit in diesem Part. Pokémon Pearl, meine lieben Freunde. Wir kommen langsam dem Ort hier näher. Wir haben hier ziemlich gute Fortschritte gemacht. Diese Schafffahrt von einem horizontal wie ein Sand schon nahezu durchharkt. Und hat einen schlechteren Soundtrack als die Route davor. Ein Pfad, das sich an den blanken Klippen entlang schlängelt. Man kommt den heranrauschenden Wellen bedenklich nahe, genau. Und dann beim nächsten Mal werden wir unseren Weg in Richtung Erholungsgebiet fortsetzen. Oh, Erholung, das klingt gut. Ja, definitiv. Das kannst du jetzt auch gebrauchen und deine Pokémon. Ich glaube, du solltest die mal wieder heilen. Ja, ich würde mich freuen, wenn Pokémon Center aber wieder kommt, aber bald. Aber die beiden stehen hier schon so. Ist dein Team eigentlich aufgeheilt? Nicht, dass du dann reinläufst und dann... Styler kommt, stirbt wegen Gründen. Herzlich willkommen, yay, Geronimo! Ja. Das hast du schon oft genug gebracht. Ist Yamcha nicht eigentlich gestorben? Lol. Ich weiß ja nur, ich hab, glaube ich, gesehen, das war irgendwann in der Siegestraße. War das nicht bei Siegestraße oder beim Kampf gegen Günther? Lol. Er ist mir so unwichtig, dass ich nicht mal gemerkt habe, dass er mittlerweile tot ist. Was nicht so schlimm ist, weil er ein VM-Sklave ist. Aber vielleicht solltest du ihn trotzdem mal zu Ruhe betten. Ja, ich gehe ihn dann mal beerdigen im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.